Geniessen Sie aus den Rückbüch Nergi. Viel Vergnügen! Der Klimakollaps in der Römi, der macht uns ganz fest kummer.
verschiert sogar der Faust noch zum Zug, bis zwitzt in heißer Suppe. Obacht, der Fußball FIFA, ohne unser Sättelblatt drauf funktioniert. Ich finde das verrückt, in der FIFA gäbe ich's Leute, die sind sogar korrupt. Das ist mir gleich, ich bin bescheiden, ich brauch auch fast kein Lohn. Bin zufrieden, wenn ich hocken kann, noch manches Jahr auf meinem Thron. Kommt ein Säbli wohl vor Simmelsohn, stolz reicht der Petrus noch und ruft ihm zu. Hey, Sali Sepp, zum Teufel musst du nicht gehen. Du gehörst wohl sicher nicht in den Himmel, das musst du jetzt lieb probieren. Doch mach du nur, was immer machst, auch der Petrus lohnt sich schmieren. Vier Buchstaben. Ein Seelensviertel, vier Buchstaben, nein, ich komm nicht drauf. Ein S, ein L, ein M. Langsam auf. Hey Lori, du weißt doch so schalz. Komm, hilf mir, komm, verzähl's. Jo, klar, sei Lori, es ist ganz einfach, die Lösung hier heißt Mels. Die Pille ist jetzt nicht mehr blau, sondern pink. Sieg ist auch nicht für einen Mann, nein, für die Frau Dink. Man muss düsen auch tränen, wenn's wieder mal nicht tut gehen. Einmal kriegt's und den Kopf weh, so kann das nicht weitergehen. Doch wir schauen zum Himmel, und dann ist die Hoffnung nicht mehr. Und schon passiert denn das Wunder, eine pinkige Pille tut's gehen. Das Viagra für Frauen, überall wird das jetzt verkauft. Das geht für Tiere, jo, das Geschäft mit der Pille, das läuft. Das Viagra für Frauen, das Geld ist sehr gut investiert. Das Viagra für sie, und alles läuft wieder wie gespielt. Grüezi! Mein Name ist Guido Fischer. Von der grossartigen Nörgeltruppe aus St. Gans beim Bahnhof. Wir fabrizieren Melodien und Text in Topform. Unsere Konkurrenz. Und das ist unser Präsi, der Günthi, der ist unser Plätteri. Als Sänger kannst du nicht brauchen. Das ist unser Sunny Boy. Das ist der Handy Single, wenn Sie sich telefonisch anmelden, können Sie gerade dabei sein, wenn Sie gerade duschen. Es ist ärgerlich. Ich habe das jetzt schon so viel Mal gesagt. Bis jetzt hat er gesagt, ich habe noch nie einen Tag gelüht.
müssen. Kassiert ist leider nicht da. Das ist der Wegi. Der hat nie Geld, den könnt ihr gratis haben. Der Name ist noch unser super Texter und Musiker, der Leo. Der ist teuer. Den könnt ihr gar nicht zahlen. Dann haben wir da noch einen Ingenieur. Das ist unser Leitungsingenieur. Wenn es bei dir rinnt oder tropft, ernst kommt und stopft. Also wir freuen uns, dass Sie uns besucht haben in dieser grossartigen Nörgi-Truppe von so ganz im Bahnhof. Das nächste Jahr kommen wir dann wieder. Zufällig an der Führung durch den Vatikan trifft der Tanner eine wirklich prominente Politikerin. Nathalie Rickli. Die Chance für den Jörgli, zu ein paar Gratis-Tipps für seinen Wahlkampf zu kommen. Er wird kribbelig und ganz dicklig und er sucht nach einem Trickli und er denkt, es ist ganz einfach. Stell mir vor, wir Nati Rickli. Guten Morgen, hey Frau Rickli. Bei der Tanne würde ich gern ganz alleine nur mit Ihnen plaudern über Bundeswehr. Doch Frau Rickli rümpft noch die Nase, denkt schon wieder so ne Spanner. Der Rest kennt man, sie ist gewählt. Aber mit der Tanner. Gerade nach der Grünzeittafel in Sargas kommt unsere Vorzeigepferdefarm vom Walti Waldstätter. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wild. Es war schon finster, es hat kein Straßenschild. Sie kamen an ein Häuschen mit Pferdekutsche klein. Hänsel, der tappt in ein Pferdeapfel rein. Duck, duck, sie klopfen jetzt an das kleine Haus. Zwei alte Gäuel hängt der Grinz zum Fenster raus. Doch in der hängt der Hexe, er macht sich aus dem Stau. Sie haben ihn gerufen, doch der ist schlau wie Bau. Wenn ihr das glaubt, hättet, ist das aber schlimm. Hexe, die gibt's nur noch im Merlin-Ring. Doch zaubere das Haar, das muss ich wirklich noch. Sus für den Stall nicht. Ohne Baubewilligung schon. Quadragatz gibt schon lange nicht mehr. Das ist zu wenig gross, konzeptfeudal, zu wenig nobel und vor allem viel zu wenig englisch. And medical resort, very cool. Best of hot springs in Bird's leading swimming pool. Noch anti-aging, dental beauty und burnout protection. Zur pre-wedding session, it's thermal water collection. Vor sündig schon Erfinderin, für uns bitte sofort schützen. Viel heiße Luft für ein paar alte Schachteln. In der lauen Pfütze. Unser Altvogt wird ab uns, der Andi Peter, redet nicht noch viel Schnee und Lund. Wie einmal hat er im Stall den schon zünftig stalliert.
Orientalisch und Öl
Karten spielen und wenn ihr noch seht, dann auch noch putzen. Aber in der eigenen Reihe, nur um morgen sollte man schon. Unser Händtalent ist wohl nicht übertrieben, trotzdem sind die Mannen unter ihnen gar nicht zufrieden. Die wollen alles regeln, wir können das nicht verstehen, denn die Regeln hat die Vakanz Weiber doch schon lang verloren. Studiert. Ich bin am Säcken, wir könnten zum Sagen, alle Jungfrauen und so wenn jetzt einfach Tore zu haben. Am Schluss habe ich eben verloren. Also die Melodie wäre ja schon recht ernst, dass jeder den Text, glaube ich, der mir gefallen hat. Ja. Also bei mir gehen jetzt eine Diskussion. Der berühmte Sargasser Abenteurer und Weltenwunder, der Hansi Broder. Dem passiert nicht so schnell etwas, auch und sicher nicht, wenn er im Ausland unterwegs ist. Oh, 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 oh. Immer das Gleiche, Tag für Tag, man braucht einen Break auf einen Schlag. Alles noch Schema, alles noch Plan, da geht da voll, hat er nicht gern. Die gleichen Gesichter, der gleiche Job, die gleichen Geschichten, der gleiche Trott. Er hat das Kämpfen von dem ist schon weg. Und was ich darüber denke, das ist ein Dreck. Freiheit, Freiheit, Abgang, Abgang, ein Sticker, ein Sticker, ein Stadtplan, ein Stadtplan. Flüg mit, Thai Airways, Highway, Highway, nur Scheiß. Herr oder Hansi, wo soll's denn hingehen? Thailand, Paris oder Rom? Herr oder Hansi, du musst jetzt weiter, und zwar heute oder vielleicht erst morgen. Oh, oh. Arab Style, es braucht kein Geld, es ist hure gefährlich, es ist seine Welt, Tsunami stürmt mit Erdenbett. Überall Mafia, er überlebt, kein Töffli hält, umgesoffen, giftige Viecher war, wo es gelaufen. Überall vorne im Asienland. Hey, wie ruhig im ganzen Land. Freiheit, Freiheit, Abgang, Abgang, ein Sticker, ein Sticker, ein Stadtplan, ein Stadtplan. Flüg mit, Thai Airways, Thai Airways, Highway, Highway, brauchst keins. Herr oder Hansi, wo soll's denn hingehen? Sag ganz Paris oder Rom. Herr oder Hansi, du musst jetzt weiter. Und zwar heute oder vielleicht erst morgen. Doch jetzt ist Föhrli da, eine Schlägerei zur Gans. Es gibt auf die Schnurren, sind Schacken zu sehen. Wird operiert im Spital, als Schakomane nicht mehr. Kein Bier, kein Weiber, kein Ferien, ciao. Es ist kein erst morgen, er hat leeres Wille. Nein, Hans, es sind nur zu viel Promille. Prinzessin Patricia. Und zum Wunder, Wunder, Wunder.
wunderschönen König Jörg. Das ganze Jahr hat mir mühsam gelangen, aufs Ereignis das Royale. Der König hat der Königin, das können wir jetzt prahlen. Und all sind froh, es ist so gibt, jetzt wird richtig festen. Es wird ja schon nie richtig sein, er hat sie 10 Jahre getestet. Und doch, er hat uns alle gelingt, ist das nicht ein Schlingel? Auf Las Vegas blüht er mit den Hunden, zurück kommt er nicht mehr singen. Als König dürfen wir alles machen, drum und überhaupt. Ein Jawort auf der eigenen Gemeinde, das hätte ihm niemand geglaubt. Und trotzdem ist das wie ein Märchen, ein Schloss, wo trotzdem fühlt. Ein König, wo ist gross und reich, dazu noch wunderschön. Patricia, wir wünschen dir als Glück auf der Erde. Und denk an deinen Prinz, der kann nur noch Würstchen Nein, sie sind eben, sie gehen auf Köln, sie sind eingeladen worden, glaube ich.
Stimmt's? Ja, ja. Ja, eben. Sie gehen auf Köln und können nicht. Jetzt wollte ich noch etwas sagen, jetzt ist mir hier gerade ein Pöster hinter uns, ich habe noch schnell ins Telegramm, müsste ich schnell lesen, vor die nächste Gruppe kommt. Jetzt geht Schlag auf Schlag vor uns, aber das werde ich jetzt nicht vorenthalten. Fasnacht Post Express. Darum habe ich auch keine Verslein gebrünzelt und höre auch nichts und niemand angezünzelt. Kein Spott kommt von mir und auch kein Hohn. Ich genieße hier voll meine Reise in die Pension. Auch wird für diese Fasnacht keine Träne vergossen. Die habe ich ja bereits im letzten Sommer genossen. Gebt einfach den lieben Kruppüch ein wenig Zunder. Schöne Fasnacht. Der Güselgüchsler von Down Under. Obwohl sie der Ehe schon kriselt, sagt der Mann zur Frau: Du Schatz, was wünschst du dir zum Geburtstag das Jahr? Da sagt sie: Scheidig! Da sagt er: Ei, da nicht will so viel ausgehen. Serviert doch im Restaurant Waldheim zu einem weissanen Gast, der gerade vom Tal führen kommt. Führen glaube ich, logisch, oder? Essen Sie gerne wild? Der hat dran gesagt, nein, die haben ruhig und gemütlich. Am Abend kommt es in der Frau in die Küche und sagt, aber Schatz, an deinem Geburtstag musst du doch nicht abwaschen. Hättest du doch können morgen noch machen. Machen alle Mannen. Ein Vater zu seinem Bub für so ein schlechtes Zeugnis müsste eigentlich Prügel geben. Da hat gesagt, das stimmt. Der Lehrer ist ja unser Nachbar. Wo ist er übrig? Wir machen zack, zack, weiter. Schlag auf Schlag. Und da habe ich jetzt eine spezielle Freude. Weil die Bärteufel, die sind eigentlich, sie sind eigentlich schön, wenn sie Dinge weggehen, aber sie können schon recht deutlich sein. Die sind noch nie ein Dreischnetzler gewesen. Und jetzt habe ich gleich etwas Einheimisches, die Bärteufel, hier können. Heute, weil der Güsselgüchsle weg ist, die Frauen für zu suchen. Ich habe eine riesen Freude. Als Tippertüfel, da auch im Alter Kino sind. Viel Vergnügen mit den